Herzlich willkommen auf der Internetseite der Versöhnungskirchgemeinde Planitz. Noch ist es so, dass es uns möglich sein wird, dass wir am Heiligen Abend Gottesdienste feiern können, beziehungsweise uns in Kirchen versammeln können. Wir hoffen, dass das so bleibt. Es ist eine besondere Zeit, diese Corona-Zeit. Es ist eine Zeit, die uns herausfordert, die für manche von uns auch ein wenig bedrückend ist. Das ist gut verständlich. Wir gehen auf den vierten Advent zu. Der vierte Advent ist in unserer evangelischen Kirche der Mariensonntag. Wir hören von der Begegnung des Erzengels Gabriel mit der Jungfrau Maria. Völlig überrascht ist sie, als er bei ihr eintritt. Auch dies verständlich. Wer begegnet schon normalerweise einem Engel? Und der hat auch noch eine Botschaft für sie, die total abwegig zu sein scheint. Siehe, du wirst ein Kind, einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Maria ist verlobt mit Josef. Das heißt aber, dass die beiden noch nicht zusammen waren, nicht zusammen lebten, sondern nur einander versprochen waren. Und nun eine Schwangerschaft sozusagen aus heiterem Himmel, vom Himmel angekündigt. Maria fragt, was jeder von uns gefragt hätte: Wie soll denn das gehen? Und der Engel Gabriel scheint begeistert zu sein von dieser Idee, dass sie schwanger wird ohne männliches Zutun, und redet einfach weiter von diesem Kind. Sohn des Höchsten wird es genannt werden und Gottes Sohn. Was Maria davon verstanden hat, das können wir nur ahnen. Eins aber geschieht: Sie willigt ein. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria lässt an sich geschehen, was Gott ihr sagt. Sie hält sozusagen ihr Leben Gott hin, damit er wirken kann. Ich muss an die Worte des Apostels Paulus im Römerbrief im 12. Kapitel denken, wo er schreibt: Gebt eure Leiber, euer Leben, aber eben auch nicht nur Seele und Geist, sondern euer ganzes Leben, gebt eure Leiber Gott als ein Opfer hin. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst sein, so schreibt Paulus. Und so tut es Maria. Sie gibt sich ganz hin. Gottes Wort wird Mensch, so hören wir es zu Weihnachten. Und es wird Mensch in ihrem Körper, in ihrem Leib, in ihrem Leben. Es ist nicht irgendwo nur etwas Intellektuelles, sondern ihr ganzes Leben ist davon betroffen. Gott wird Mensch. Sein Wort nimmt Gestalt an, dadurch, dass sie diesem Wort des Engels gehorsam ist, diesem Plan Gottes sich hingibt. Und wenig später lesen wir bei Lukas im ersten Kapitel dann diesen Lobgesang der Maria, das sogenannte Magnificat. Meine Seele erhebt den Herrn, ich freue mich über Gott, meinen Heiland. Das ist eine Freude, die kommt nicht aus den äußeren Umständen, denn die müssen für Maria sehr bedrückend gewesen sein. Sie als junge Frau schwanger von einem Mann, mit dem sie verlobt war, aber der sie nicht geschwängert hat, sondern das kommt woanders her. Wie soll sie das erklären? Wie soll sie das jemandem plausibel machen? Diese Freude, die da zum Ausdruck kommt, die kommt von Gott selbst, der dieses Kind in sie hineingelegt hat und mit diesem Kind auch eine Freude, die nicht von dieser Welt ist. Da, wo Gott in die Welt und in unser Leben hineinwirkt, da verändert sich etwas. Da verändert sich der Blick aufs Leben, auf die Welt. Da ist plötzlich Zukunft sichtbar. Der Silberstreif am Horizont, auch er wird größer und breiter, weil es um Gottes Zukunft geht. Und dieses Kind, das Maria zur Welt gebracht hat, eröffnet uns Zukunft. Liebe Gemeindeglieder, die Sie jetzt hier diese Botschaft sehen, wir haben eine große Bitte an Sie, weil dieses Wort Gottes, das am Heiligen Abend verkündet wird, diese frohe Botschaft Zukunft eröffnet
für uns Menschen, für jeden Einzelnen, für unser Land und für die ganze Menschheit. Deshalb möchten wir, dass viele es hören. Unsere Bitte ist, dass Sie diesmal, in diesem besonderen Jahr, vielleicht zu einer anderen Zeit in Ihre Kirche gehen. Vielleicht erst am Heiligen Abend, abends um 9 oder am ersten Weihnachtsfeiertag in die geöffneten Kirchen, damit die, die nur einmal im Jahr kommen, Platz haben in unseren Kirchen um 15 Uhr und um 17 Uhr. In allen Planitzer Kirchen wird um 15 Uhr und um 17 Uhr, um 3 und um 5 am Heiligen Abend Gottesdienst sein. Und wir wissen, die Heiligabend-Gottesdienstgemeinde ist immer eine ganz besondere Gemeinde. Da kommen wirklich viele für ein einziges Mal im Jahr. Unsere Plätze sind in diesem Jahr begrenzt. Wir versuchen das Mögliche, aber wir werden viele nicht hineinbekommen, wenn so viele kommen sollten wie sonst auch. Und deshalb ist es unsere große Bitte, dass Sie Platz finden, eben die, die sonst kaum oder nur ganz selten kommen. Machen wir doch Ihnen Platz, damit Sie die frohe Botschaft hören können. Euch ist der Retter geboren. Friede sei mit euch. Das, was die Engel den Hirten zugerufen haben, das muss gehört werden, denn unsere Herzen sollen froh werden. Und wie bei Maria, es sind nicht die Umstände, die unsere Herzen froh machen, sondern es ist das, was Gott in diese Welt hineinbringt und in unser Leben hineinlegt. Also unsere große Bitte. Die Gottesdienstzeiten finden Sie auch hier auf dieser Internetseite oder auf der Homepage Weihnachten in Planitz. Schauen Sie nach und kommen Sie zu einer anderen Zeit. Oder kommen Sie kurz hier vor unsere Lukaskirche, das sage ich jetzt zu den Planitzern, lauschen Sie dort draußen dem Gesang der Kinder und dann gehen Sie um die Kirche rum oder eine Runde im Park und beten Sie für die Menschen, die sich in der Kirche versammelt haben, damit Gottes Wort bei ihnen ankommt, Wurzeln schlägt und Frucht bringen kann. Wir wünschen uns so sehr, dass unser himmlischer Vater dieses Fest in diesem Jahr benutzt, um Menschen ganz neu oder zum ersten Mal wirklich anzusprechen. Ja, es wird vieles anders sein, aber es wird ein Krippenspiel geben, das aufgezeichnet worden ist im Vorfeld und das Sie dann am Heiligen Abend ab 14 Uhr sich anschauen können zu Hause und natürlich auch noch später. Und dann selber die Weihnachtsbotschaft hören und erleben, von Kindern und Erwachsenen gespielt. Meine Seele erhebt den Herrn, so singt Maria, mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Ich wünsche uns, dass wir diesem rettenden Gott begegnen, in den Kirchen, draußen oder zu Hause. Er tut sein Werk, er baut sein Reich und benutzt auch diese Zeit, um Menschen ganz neu anzusprechen. Davon sind wir überzeugt. Geben Sie von der Weihnachtsbotschaft, von der Weihnachtsfreude ein Stückchen weiter, auch wenn Kontaktbeschränkungen sind. Ich denke, unsere Fantasie, unsere Möglichkeiten sind groß, dass wir doch kleine Brücken bauen können hin zu den Menschen neben uns. Ich wünsche Ihnen alles Gute für diese Weihnachtstage. Bleiben Sie behütet, seien Sie fröhlich, denn unser Gott vergisst und verlässt uns nicht. Er segne und behüte Sie. Lieber himmlischer Vater, gib deinen Frieden uns und der ganzen Welt in diesen Weihnachtstagen. Lass Menschen dich finden, die auf der Suche sind. Sei du dort mit deinem Licht, wo es dunkel ist, so wie damals im Stall von Bethlehem und auf den Feldern ringsum. Lieber himmlischer Vater, berühre auch uns. Gib deinen Segen und deinen Frieden unserem Land und der ganzen Welt. Du siehst und weißt um all die Unruhe, aber du bist der Herr und dir dürfen wir uns getrost anvertrauen. Dich beten wir an, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Amen.